Einen wunderschönen guten Abend, es ist 18 Uhr und damit herzlich willkommen bei Ron. Sie sehen es, wir haben hier richtig volles Haus, darum geht es nämlich auch gleich noch. Die fünfte Jahreszeit, wir sind mittendrin und Lukas müsste sich eigentlich erst recht freuen, denn du warst auch mal Prinz gewesen. Ja, ich war im Elverrad, nicht ganz, aber immerhin fast. Denn heute ging es für das Mannheimer Stadtprinzenpaar hoch hinaus. Wir sehen ja auch die Bilder. Es gab den traditionellen Rundflug der Jecken über die Region und mit einem sehr, sehr tollen Ausblick. Darauf schauen wir gleich, aber es gibt noch viel mehr. Wir werden Ihnen nämlich außerdem den Beruf des Zimmerers näher bringen, dass nämlich viel mehr ist, als einfach nur mit Holz zu arbeiten. Und falls es Ihnen am Wochenende genauso gegangen ist wie mir, dass Sie nämlich Sport machen wollten, es aber nicht geschafft haben, dann zeigen wir Ihnen wenigstens Sport, nämlich die Faustballer vom TV Käfertal. Und damit geht's weiter mit Ron. Wir sind mittendrin in der fünften Jahreszeit und das bedeutet für die Prinzenpaare deutschlandweit volle Terminkalender. Und manche Termine, die haben es so richtig in sich und machen auch besonders Spaß. Heute ging es nämlich für das Mannheimer Stadtprinzenpaar über unsere Metropolregion. Einfach mal den Ausblick genießen auf ihr Hoheitsgebiet, kann man sagen. Da heißt es natürlich, keine Flugangst haben und das galt auch für unsere Reporterin Christina Hecking, die ist nämlich mitgeflogen. Mannheim Airport, 11. Februar, kurz nach 11. Eine abflugbereite Propellermaschine, frische Berliner in der Wartehalle und die Narrenkappe passend zur Boardingzeit. 11.11 Uhr. Die Fluggäste, na klar, königlich karnevalistisch. Prinzessin Daniela die Erste und Prinz Dirk der Zweite dürfen heute abheben. Und aufgeregt? Vor dem Flug eigentlich gar nicht. Ich fliege für mein Leben gerne privat. Auch beim Prinzen von Flugangst keine Spur. Kein Wunder, Dirk ist Flugbegleiter. Die heutige Tour trotzdem eine Premiere. Von Mannheim City ist der Prinz nämlich noch nie abgeflogen. Das ist natürlich was ganz Besonderes, dass wir auch mal sehen, wie groß die Metropolregion Rhein-Neckar doch auch ist und welche Gemeinden, Städte, Orte hier liegen, über die wir ja quasi dann auch regieren. Los geht's. Vorbei an ihren närrischen Begleitern steigen die Monomer Royals ein in die Maschine. Gar nicht so einfach mit dem Kleid, aber geschafft. Und bitte Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Ich zeige Ihnen, wie Sie uns Sicherheitsgurt schließen, festziehen und wieder öffnen. Und Abflug. Mit 350 Sachen geht's erst eine kurze Runde über Mannheim und Ludwigshafen. Dann vorbei am Schwetzinger Schlossgarten. Und jetzt wird's auch am Boden irgendwie ein bisschen königlich. Das Heidelberger Schloss von oben. Nach 15 Minuten dann die Landung. Ja, das war großartig, ein kurzer Flug, aber man hat alles wunderbar gesehen. Wir blieben unter der Wolkendecke, das war sehr schön. Mein Heimatort Ketsch habe ich wunderbar sehen können und natürlich mein geliebtes Mannheim. Und genau da endet er, der Rundflug, dank dem das Prinzenpaar nun auch wirklich jeden Winkel seines Territoriums kennt. Und sie strahlen immer noch, sind bei uns. Daniela die Erste und Dirk der Zweite. Erstmal herzlich willkommen bei Ron. Eure Hoheiten, schön, dass Sie da sind. Wie war es denn heute? Großartig, das war grandios. Wir sind immer noch ganz beflügelt von diesem tollen Rundflug. Und wirklich aus der Vogelperspektive mal unser Hoheitsgebiet begutachten zu können. Und wir haben dann gesehen, wie groß es doch ist. Ja, also es ist sehr schön gewesen. Ja. Das ist auch mal eine absolute Abwechslung, ganz sicherlich, zu all den anderen Terminen. Aber bestimmt macht jeder auch Heidenspaß. Aber trotzdem kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, diese närrische Zeit. Wie anstrengend ist das teilweise auch? Ja, das ist sehr anstrengend. Also wir geben unser Bestes. Man hört ja, meine Stimme ist ein bisschen weg, aber ich gebe trotzdem mein Bestes. Und für uns ist jeder Auftritt wirklich sehr schön. Egal, ob jetzt so eine Veranstaltung, dass der Rundflug dabei ist, Seniorensitzung, Kindermaskebälle, andere Veranstaltungen. Also wir haben Freude daran und ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Was steht denn alles noch an? Ich meine, da kann man jetzt keinen Termin wahrscheinlich so richtig hervorheben, aber na doch bis dann zur richtig heißen Zeit. Ja, ganz viel. Also heute Abend zum Beispiel gehen wir noch die Feurio-Garde auch besuchen. Da freue ich mich ganz besonders drauf als ehemaliger Schautänzer. Ich habe ja auch lange im Schautanz mitgemacht in Ketsch. Und das ist auch ein schöner Termin, der auch mal ganz im kleinen Rahmen auch ist. Das ist natürlich toll. Und dann ansonsten, es kommen noch ganz viele Sitzungen und Bälle. Und dann natürlich auch am 3.3. der große Umzug hier durch Mannheim. In Mannheim. Das freut uns natürlich ganz besonders. Steigt denn jetzt so langsam der Puls oder ist er schon von Anfang an, seit Beginn der Jahreszeit, so hoch? Also ich bin ja schon seit am 11.11. im Amt, beziehungsweise 12.11. ist ja die Suche gewesen. Und die Aufregung ist immer dabei. Und ich denke, für uns beide war dann nochmal so ein emotionaler, großer Empfang beim Feurio, beim Weißen Ball, bei seiner feurigen Intro.
Also, dann toi 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 noch für alle weiteren Termine. Viel Vergnügen, muss man eigentlich sagen. Und dann alles Gute dann natürlich dann für Karneval, Fasching oder Fasnacht. Ganz wichtig, wie sagt man hier? Fasnacht. Naja. Sehr gut, alles klar. Dann herzlichen Dank, Daniela, die Erste und Dirk, der Zweite. Und wenn wir auch schon so beim Vereinstreiben sind, na, dann blicken wir doch mal auf den ein oder anderen Verein. Sie haben es vielleicht gehört, in einigen Ballungsräumen Deutschland, da gibt es tatsächlich so etwas wie eine Warteliste. Der Verein ist voll. Kinder, die Sport treiben wollen, Fußball beispielsweise, die kommen gar nicht mehr rein. Irgendwas ist hier in der Metropolregion allerdings anders, denn dieses Problem kennt man hier so nicht. Sarina Aschmann und Lukas Föhr mit den Einzelheiten. Montagabend. Fußballtraining in der Halle des VfB Rauenberg. Zweimal die Woche trainieren die Jungs der F-Jugend auch in der kalten Jahreszeit unter perfekten Bedingungen. Bis zu 15 Spieler gleichzeitig. Und wenn es nach den Trainern geht, dürften es gerne mehr sein. Prinzipiell nehmen wir jeden gerne auf und Wartelisten gibt es bei uns eigentlich keine. Also wir haben unseren Jugendleiter, wir haben unsere Trainer, die sich hier ehrenamtlich sehr stark engagieren und natürlich ihre Freizeit dafür opfern. Da muss das ein oder andere Mal auch das Private dann zurückstecken, aber wir schauen, dass wir dafür unsere Jungs einfach alles geben. Ortswechsel, Berlin-Zehlendorf. Viele Kids wollen hier ihre Tore schießen. So viele, dass selbst 52 Jugendteams nicht für alle reichen. Für 350 Kinder hat der Club nur eine Notlösung gefunden. Immerhin einmal die Woche Training, aber keine Punktspiele. Wenn wir die kleinen Kinder abweisen müssen und den Eltern sagen müssen, wir haben keinen Platz für euch, das bricht dann immer so ein bisschen das Herz im Endeffekt. Aber wie gesagt, man kann es einfach auch nicht irgendwie steuern. Also das ist wirklich, wir können nicht noch mehr Kinder aufnehmen. 5000 Kinder stehen in Berlin auf den Wartelisten der Vereine. Ähnlich in den anderen Metropolen wie München oder Hamburg. Auch Turn- und Schwimmvereine haben zu wenig Plätze. In der Ronn-Region sieht das zum Glück besser aus. Selbst in den großen Städten. Die Stadt Mannheim schreibt: Die Stadt Mannheim unterstützt die Ausbildung der Übungsleiter, indem sie 50% der Ausbildung übernimmt. Somit ist auch gewährleistet, dass qualifizierte Ehrenamtliche als Übungsleiter fungieren. Prinzipiell sieht die Sportkreisjugend im Bereich Mannschaftssport keine Probleme. Auch in Ludwigshafen ist der Platzmangel in Sportvereinen offenbar kein Problem. Engagierte Trainer, die Zeit und das Wissen haben, bei ihren 8 bis 10 Jahre alten Spielern die Lust auf Fußball zu wecken. So sieht es in Rauenberg aus. Die Jungs freut's. Ja, Fußball ist mir sehr wichtig, macht auch viel Spaß. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es so das Allergleiche. Also ja, mir macht es sehr viel Spaß. Sehr wichtig, weil es ein Teamsport ist. Das macht auch richtig viel Spaß. Mir macht es auch richtig Spaß, vor allem als Torwart macht es mir auch Spaß. Im Frühjahr findet das Training übrigens wieder auf einem der 2 Kunstrasenplätze des VfB Rauenberg statt. Weit weg von den Kapazitätsproblemen im fernen Berlin. Uns macht es natürlich auch Spaß, solche Nachrichten zu zeigen, dass es hier in der Metropolregion ziemlich gut ist. Ruben Ettner ist bei uns, Verbandsjugendleiter beim Badischen Fußballverband. Guten Abend. Was sehen, denken Sie allerdings, wenn Sie so Bilder wie aus Berlin sehen? Ja, das ist natürlich eine schwierige Situation für die Vereine in Berlin. Ich bin froh, dass wir bei uns diese Situation nicht haben. Ich glaube, dass es daran liegt, dass bei uns viele Vereine ausreichend Sportplätze zur Verfügung haben und sich eben nicht mit mehreren Vereinen den Sportplatz teilen müssen. Das klingt an sich eigentlich ganz gut, gibt es aber trotzdem irgendwie Luft nach oben? Ja, sicherlich. Gerade jetzt im Winter haben viele Vereine aufgrund der Platzsituation mit den schlechten Witterungen das Problem, dass sie ihren Trainingsbetrieb nicht aufrechterhalten können. Und da sind auch die Kommunen gefragt, entsprechende Infrastrukturmaßnahmen anzustoßen, beispielsweise einen Kunstrasenplatz schaffen oder auch Hallenkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Infrastruktur, Plätze sind das eine, Personal das andere. Es ist auch eben im Beitrag ein bisschen angeklungen. Ich erlebe es ja selbst jede Woche, wenn ich auf Rondtour bin. Viele Vereine sagen, uns brechen die Ehrenamtler weg. Was beobachten Sie? Ja, auch wir machen die Beobachtung, dass viele Vereine immer weniger Ehrenamtliche zur Verfügung haben. Dafür braucht man ein Rezept. Da muss man sich als Verein gut aufstellen. Beispielsweise muss man Stellenbeschreibungen machen, weil jeder potenzielle Ehrenamtler wissen will, was muss ich eigentlich tun im Verein. Und auch die Vereinskultur spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn ich mich im Verein nicht wohlfühle, dann engagiere ich mich auch nicht. Und ich würde da gerade speziell auch auf junge potenzielle Ehrenamtler zugehen. Beispielsweise A-Jugendliche sind sicherlich auch gute E-Jugendtrainer und können da ein Amt übernehmen. Viele wollen einfach nur gefragt werden und würden
tatsächlich doch ein Ehrenamt übernehmen. Also sagen Sie auch, Vereine, geht einfach mal proaktiver auf eure Mitglieder, auf die Jugendlichen zu? Auch das zum einen. Und ich glaube, dass auch viele Trainer verstehen müssen, dass sie eben nicht nur auf den Überflieger in ihrer Mannschaft setzen dürfen, sondern auch den kleinen, vielleicht ein bisschen übergewichtigeren Spieler entsprechend fördern müssen. Also vielleicht ein bisschen mehr auch weg vom Leistungsprinzip. Richtig. Das ist manchmal zu sehr in den Köpfen drin. Ja, man muss den Erfolg für sich als Verein selbst definieren. Was ist mein Erfolg für mich? Will ich erst in der Landesliga sein oder will ich beispielsweise in jeder Altersklasse eine Mannschaft stellen? Das muss jeder Verein für sich selbst wissen, wo der Erfolgsgedanke da der richtige ist. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten. Ruben Ettner, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Heimat ist für mich genau das, wo ich sprechen kann, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Da bin ich daheim. Die Ronn-Region ist Vielfalt. Du hast grüne Landschaft, du hast die Weinberge in der Pfalz. Heimat ist so ein bisschen wie Janosch. Oh, wie schön ist Panama. Also man hat schon viel von der Welt gesehen, aber irgendwann stellt man doch fest, zu Hause ist es einfach am schönsten. Das ist Heimatgefühl, einfach zu wissen, ich komme nach Hause. Hurra! Ronn. Wir geben Heimat ein Gesicht. Und im Sport blicken wir gleich auf die Faustballer des TV Käfertal, denn da steht im März die deutsche Meisterschaft an. Mehr dazu gleich jetzt erstmal weitere Nachrichten aus der Metropolregion und die hat Lena Wollny für Sie. Ermittlungen laufen. Nach dem Brand mit 5 Toten in Lambrecht vergangene Woche hat heute die Obduktion der Opfer begonnen. Die Staatsanwaltschaft hofft auf neue Erkenntnisse zur Todesursache. Noch wurde nicht bestätigt, ob die 5 Opfer an den Folgen des Feuers gestorben sind. Bis zum Abend war die Obduktion noch nicht beendet. Die Ermittler rechnen im Laufe des Dienstages mit ersten Ergebnissen. Spektakulärer Crash. Heute Mittag ist es auf der Landstraße 560 bei Neulußheim zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. An einer Kreuzung kollidierten 2 LKWs miteinander. Eine Person wurde schwer verletzt. Sie wurde auch mit dem Rettungshubschrauber in eine der umliegenden Kliniken verbracht. Der weitere LKW-Fahrer hat leichte Verletzungen und wurde ebenfalls notärztlich versorgt. Während der Rettungsarbeiten musste die Straße bis zum Abend in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungsarbeiten dauern an. Mannheimer Kunsthalle auf Filmfestival. Heute Nachmittag hat die Welturaufführung des Films Baujahre Years of Construction auf der Berlinale stattgefunden. Regisseur Heinz Emigholz hat mit dem Film ein Langzeitporträt des Neubaus der Mannheimer Kunsthalle zwischen den Baujahren 2013 bis 2018 erschaffen. Der Film beginnt mit dem Abriss des alten Baus und zeigt von der Baugrube bis zur Eröffnung der ersten Ausstellung den kompletten Neubau in 93 Minuten. In der Kunsthalle Mannheim wird der Film vom 29.03. bis zum 23.06. aufgeführt. Bülent Ceylan spendet für Bücher. Heute Vormittag hat die Stiftung des Mannheimer Comedians der Mannheimer Stadtbibliothek eine Spende über 2.500 Euro überreicht. Das Geld soll für das Leseförderprojekt Eine Stadt liest ein Kinderbuch verwendet werden. Ceylan unterstützt seit Jahren Einrichtungen, die sich für die Bildung von Kindern einsetzen. Dank dieses tollen Projektes können Bücher in 7 Sprachen der Bevölkerung hier in Mannheim durch die Bibliothek zugänglich gemacht werden. Und ich glaube, ein besseres Projekt als die sprachliche Vielfalt hier in Mannheim auch zu fördern und zu unterstützen, gibt es eigentlich gar nicht. Erst im vergangenen Jahr wurde Ceylan beim Deutschen Lesepreis mit dem Sonderpreis der Commerzbank Stiftung für prominentes Engagement geehrt. Die Metropolregion wird im März wieder Schauplatz einer deutschen Meisterschaft. Die Faustballer suchen dann nämlich das beste Team. Und der TV Käfertal, der hat gar nicht mal so schlechte Chancen. Am Wochenende, da gab es unter anderem das Spiel gegen den TV Vaihingen Enns. Und das macht Mut. Das sagen zumindest Tobias Becker und Philipp Köhl. Schlag um Schlag um Schlag. TVK-Angreifer Nick Drienemeyer hat gegen die Vaihinger ordentlich zu tun. Kein Wunder, denn mit Marcel Stock-Laser fällt eine Alternative in der Offensive wegen eines Knorpelschadens im Knie schon seit Saisonbeginn auf unbestimmte Zeit aus. Doch Drienemeyers Extraschichten zahlen sich aus. Wir hatten ein paar Sätze, wo wir richtig weit hinten lagen, nochmal rangekommen sind, hatten aber auch ein paar, wo wir richtig weit vorne lagen und den Gegner nochmal haben rankommen lassen. Ja, war heute relativ schwierig, aus der Angabe rauszukommen. Deswegen konnte dann die Mannschaft, die verteidigt hat, immer eine Serie an Punkten machen. Drienemeyer gehört momentan definitiv aufs Feld der Käfertaler. Denn zusammen mit seinen Mannschaftskollegen drehte er gegen den zweitplatzierten TV Vaihingen Enns einen 2:3 Satzrückstand in einen 5:3 Sieg. Klar, der Nick muss da Höchstleistung bringen. Ausdauermäßig und auch ja, für die Mannschaft und so. Das ist
Das ist sein Job jetzt. Das ist sein Job. Jetzt muss er das alleine machen. Das geht auch in anderen Mannschaften. Aber wie gesagt, wenn man so ein 8-Sätze-Spiel gemacht hat, dann weiß man abends als Schachmann schon, wo man hingehört. Mit dem Heimsieg haben die Kiefertaler auch gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für die deutsche Meisterschaft in Mannheim Mitte März geschafft. Die Vorfreude ist da dann gleich doppelt so groß. Ich kenne die Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr. Wenn dann ein paar tausend Zuschauer einen anfeuern, das hat uns gut getan. Und da hoffen wir auch dieses Jahr wieder drauf, viele Leute, gerade auch in Mannheim-Umgebung, die Faustball noch nicht kennen, in die Halle zu kommen. Richtig gute Stimmung, gutes Spiel. Die Ziele für die heimischen deutschen Meisterschaften sind schon seit längerem gesetzt. Ein Platz auf dem Treppchen soll es für die Kiefertaler Jungs schon sein, wobei sich Goth sicher ist. Der Nick, der kann doch kein Spiel verlieren, der will jedes Spiel gewinnen. Die sind alle so. Ganz geklappt hat das an diesem Wochenende zumindest noch nicht. Am Sonntag verlor der TV Kiefertal mit 1:5 gegen den Tabellenführer TSV Pfungstadt. Das ist eine der weltbesten Vereinsmannschaften, da gibt es überhaupt nichts dran zu deuteln. Die sind jetzt wieder mit altbewährter Besetzung. Die haben da letztes Jahr bei uns in Kiefertal, haben die ihren Hauptschlagmann nicht dabei gehabt. Und da waren sie ein bisschen geschwächt. Aber jetzt sind die wieder in aller Stärke. Stärke, die sie nun auch in Mannheim finden müssen. 5 Wochen haben der TVK und Trienemeier nun noch Zeit, um sich auf die deutschen Meisterschaften in der GBG-Halle vorzubereiten. Und dann heißt es ganz fest Daumen drücken. Ist natürlich noch sehr viel mehr geschehen, sportlich in der Metropolregion, und den Überblick hat Marcel Schreiner. Revanche für Floorballer. Der TV Schriesheim hat am Wochenende Verfolger Leipzig souverän mit 10:2 besiegt und damit die Niederlage gegen die Sachsen im September letzten Jahres wettgemacht. Wir haben bisher nur eine Niederlage gehabt, das war eben gegen diese Mannschaft. Und wir wussten, dass wir hier daheim gegen die gewinnen werden, weil wir einfach ganz, ganz gut gearbeitet haben. Damit sichert sich der TV Schriesheim die Teilnahme an den Qualifikationsspielen für den Aufstieg in Liga 1. In der vergangenen Saison waren die Floorballer abgestiegen. Schriesheim will den direkten Wiederaufstieg schaffen. Perspektivlosigkeit. Dem Fußballverbandsligisten VfB Gartenstadt wird der Erfolg nun zum Verhängnis. Da der Tabellenzweite ganz nah am Aufstieg in die Oberliga dran ist, verkündet der Erfolgstrainer Dirk Jörns nun seinen Rücktritt nach der Saison. Er habe nicht das Gefühl, der Verein könne in der Oberliga mitspielen, so Jörns. Gartenstadt hatte zuletzt eine Serie von Aufstiegen hingelegt, von der A-Liga bis in die insgesamt 6. höchste Fußballspielklasse. Nachwuchsmeisterschaften. Die jugendlichen Judokämpfer aus der Pfalz haben sich am Wochenende in Speyer gemessen. Für die 4 besten Athleten jeder Gewichtsklasse bei den Pfalzmeisterschaften gab es dabei das Ticket für die Südwestdeutschen Meisterschaften, die nächsten Samstag in Homburg stattfinden. Dort können sich dann die besten 4 mit der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft am 2. Märzwochenende in Frankfurt an der Oder belohnen. Ich trainiere jeden Tag, 6-mal die Woche sogar. Und werde versuchen, auf jeden Fall auf Deutsch zu kommen, und da werde ich mein Bestes geben, sodass ich tatsächlich einen Platz auf dem Podest schaffe. Tasca setzte sich in der Altersgruppe U21 unter anderem gegen den letztjährigen deutschen U18-Vizemeister David Fuhrer durch. Und gleich geht's bei Ron um einen wunderbaren Werkstoff bzw. den passenden Job dazu, nämlich Zimmerer. Da, wo sich alles um Holz dreht, ein traditionsreicher Beruf, und wir wollen ihn mal genauer beleuchten. Bis gleich. Willkommen zurück bei Ron, und für diesen Beruf, da muss man definitiv schwindelfrei sein und ein Experte für Holz. Es geht um den Zimmerer, egal ob Neubauten, Reparaturen, Restaurierungen, da ist dieses Handwerk gefragt. Und Tracy Wittig war bei der Firma Grieser dabei und bei der Anbringung eines Dachstuhls im 5. Stock. Was für eine Aussicht über Mannheim, die Sebastian Schwarz genießen kann. Und das sogar bei der Arbeit. Der Zimmerer Azubi ist im 2. Lehrjahr und lernt alles rund um den Holzbau. Höhenangst hat er zum Glück nicht, doch für den Job braucht es mehr. Man sollte mathematische Grundkenntnisse vorher gesehen oder gehört haben und diese anwenden können. Und man sollte sich natürlich auch für den Beruf interessieren und wissen, dass hier mit der Hand angepackt wird. Also dass man auch eben Wind und Wetter ausgesetzt ist, dass man im Freien arbeitet und dass man seinen Körper beansprucht dabei. Muskelkater inklusive. Auf der Baustelle montiert Schwarz die Holzbauteile, die er mit seinen Kollegen am Boden vorher schon zusammengesetzt hat. Dafür muss auch auf den richtigen Winkel geachtet werden. So, was wir jetzt machen ist, der Kollege möchte die Deckenbalken mit den innenliegenden Wänden verschrauben.
Und dafür müssen wir überprüfen und gewährleisten, dass die Wände auch wirklich im Senkel stehen. Dazu befestige ich jetzt diese Spriese hier. Gute Kommunikation und Teamfähigkeit spielen bei der Ausführung und der Arbeit mit den riesigen Dachstuhlelementen eine große Rolle. Auch wenn der Ton mal etwas rauer ist. Du weißt, du siehst doch, wo geschossen ist. Ah ja, klar. Ja, und da kommen zwei Schrauben rein. Genau. Ja. Weil ich eben nicht gegriffen habe da oben. Heute sind die Zimmerer zu sechst auf der Baustelle, darunter zwei Auszubildende. Viel Arbeit, denn hier in Mannheim soll das größte Holzgebäude in ganz Baden-Württemberg entstehen. Ein Trend, denn der Südwesten liegt in Sachen Holzneubauten mit 30% ganz vorne. Bundesweit sind es gerade einmal 17,7%. Eigentlich gute Voraussetzung für den Beruf und trotzdem sieht Chef Thomas Krieser Nachwuchsprobleme. Also das gestaltet sich allgemein immer schwieriger. Durch den demografischen Wandel, die Industrialisierung, die Digitalisierung, sind andere Berufsfelder da. Das ist natürlich für das Handwerk ein bisschen Leitthema. Und das, obwohl der Beruf durch technische Hilfsmittel wie akkubetriebene Arbeitsmaschinen einfacher geworden ist. Dazu kommt das Wissen, etwas von A bis Z gebaut zu haben. Man kann nicht sagen, man führt immer die gleiche Arbeit aus. Man ist mal auf dem Dach, man fängt beim Fundament praktisch an und arbeitet sich nach oben. Ende 2019 ist der Bau bezugsfertig. Dann können 22 Familien dort einziehen. Bis dahin bleiben Sebastian Schwarz und seine Kollegen noch bis Ende März auf dem Arbeitsplatz mit der wohl besten Aussicht in der Region. Ja, das ist wirklich attraktiv. Darüber wollen wir noch ein bisschen sprechen mit Thomas Krieser. Er ist bei uns, zum einen Zimmerer, aber auch eben Betriebsleiter der Firma G&S Holzbau. Herzlich willkommen. Hallo. Was macht denn diesen Job zum schönsten der Welt? Ja, ach Gott, wir sind immer bei Wind und Wetter draußen. Im Sommer haben wir das Solarium, im Winter haben wir den Kühlschrank. Natürlich ist das immer ganz oben, immer oben auf. Und das ist das Tolle, die Aussichten, die man hat, den Wertstoff Holz. Das ist toll anzufühlen. Es riecht immer gut bei uns auf der Baustelle. Man hat und natürlich auch etwas gemacht. Das ist ja das Schöne am Handwerk an sich. Jetzt haben wir auch mit vielen Handwerkskollegen hier auch schon bei Ron gesprochen, die sagen, naja, es ist aber halt auch so die Sache, wenn wir in die Zukunft schauen, Fachkräfte, Mangel teilweise hier, Nachwuchsmangel da. Wie ist das bei Ihnen? Ja, ach Gott, ich sage im Zimmererhandwerk, wir sind auf dem Bau eigentlich noch vorzüglich dran mit leicht steigenden Zahlen in der Ausbildung. Jedoch gehen in den nächsten 10 Jahren ca. 30% unserer Arbeiter in den Ruhestand. Und das können wir durch die Ausbildungszahlen derzeit nicht kompensieren. Das ist nicht möglich. Liegt es vielleicht auch daran, dass, sagen wir mal, 50% in Anführungszeichen fast traditionell erstmal von der Aufmerksamkeit her wegfallen? Weil es scheint ja ein sehr männerdominierter Beruf zu sein. Ich habe bei Ihnen geschaut, es sind auch hauptsächlich Männer. Dass es für Frauen erstmal gar nicht so in die Aufmerksamkeit gerückt ist? Ich könnte Zimmerfrau sein. Ja gut, das kann ich jetzt nicht genau beantworten, wie die Frauen auf den Beruf stehen. Es gibt vereinzelt Betriebe, die auch Mädchen in der Ausbildung haben, aber jedoch eher männerlastig die ganze Geschichte. Weil man auch mal ordentlich anpackt. Ja, es ist halt immer, man muss schwindelfrei sein, es geht hart her. Der Tonfall ist immer mal ein bisschen grober. Haben wir ja eben schön gesehen. Ja, eine klare Ansage ist ja auch schön. Klar. Ah ja, das muss strukturiert abgehen auf der Baustelle. Wir begeben uns immer in Gefahr in der Höhe. Die Absturzgefahr ist immer sehr groß. Von daher sind strikte Anweisungen und natürlich die Arbeitssicherheit immer im Vordergrund. Und das muss so gelebt werden auf der Baustelle. Wichtig ist natürlich auch in der Zukunftsperspektive, wie sieht es denn aus, wenn man sagt, da gibt es ja auch beide Möglichkeiten, Selbstständigkeit oder auch Angestelltenverhältnis. Ja, die Zukunft im Holzbau, schauen wir rosige Zeiten entgegen. Es hat ja unser Ministerpräsident die Holzbauoffensive in Baden-Württemberg verkündet im Herbst letzten Jahres. Und daher können wir ja auch von unserer Landesregierung tolle Impulse empfangen in Sache Forschung im Holzbau, in Sache Entwicklung. Und da sehen wir natürlich mit dem Holzbau in eine ganz rosige Zukunft. Ja, back to nature, warum nicht auch im eigenen Heim? Danke, dass Sie bei uns waren, Thomas Krieser. Und ja, wir wollen jetzt eigentlich nur noch auf das Wetter schauen. Nach frostiger Nacht beginnt der Dienstag oft noch bewölkt oder neblig trüb. Ganz vereinzelt kommen zudem ein paar Tropfen oder Schneeflocken runter. Später lockert die Wolkendecke zumindest im Westen häufiger auf und die Sonne lässt sich zum Glück so ein bisschen mal blicken. An den Temperaturen ändert sich zudem nur wenig. Im Bergland des Pfälzerwaldes und des Odenwaldes liegen sie um die 5 Grad. In tieferen Lagen sind mit Sonnenunterstützung bis zu 8 Grad drin. In den kommenden Tagen wird es schrittweise immer schöner. Am Freitag oft sogar strahlend schön. Die Wolken ziehen nämlich ab und
und machen der Sonne Platz. Dazu klettern die Temperaturen auf 11 Grad und das hat zumindest tagsüber schon einen Hauch von Frühling. Die Nächte bleiben allerdings frostig kalt. Hauch von Frühling, das klingt toll. Ja, freue ich mich drauf, auf jeden Fall. So, ja, hätte ich auch mal gerne langsam. Ne? Machen wir jetzt noch eine Klammer irgendwie an die Sendung, denn wir haben es ja vorhin angerissen. Lukas, du warst im Elverat gewesen. So. Ist das für dich jetzt eigentlich auch gerade hier so Faschingskarneval oder Fastnachtszeit, wie auch immer sie es halten mögen, ist ja, glaube ich, egal. Für dich auch gerade schon so? Hm? Ja, doch schon so ein bisschen. Ich habe extra mir frei genommen für den Rosenmontag und werde tatsächlich zu meinen Eltern fahren. Thomas, das ganz, hast du das gehört? Das muss so. Okay. Da ist nämlich das ganze Ort, der ganze Ort sehr karnevalsverrückt tatsächlich. Ja. Tatsache. Und du? Also, ich arbeite hier, also ich werde ganz normal da sein, aber ich mag es natürlich auch vorbei. Es war so, als ich damals in Köln war, 7 Jahre immerhin, ich habe immer so einen Zwei-Jahres-Rhythmus gemacht. Ein Jahr feiern und dann auch ordentlich und dann im nächsten Jahr, ich glaube, ich muss was anderes machen. Na gut, dass du da bist dieses Jahr. Also, machen Sie es gut. Genau. Bis dann. Bis Tschüss. Morgen. Ciao.